Herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Heute möchte ich dieses Kindersachbuch für Kinder ab Grundschulalter vorstellen. Es heißt Mach dieses Buch zum Bienenhaus und mit dem sperrigen Untertitel und 19 weitere Experimente und Aktivitäten, um die erstaunliche Welt der Bienen zu erforschen. Lynn Brunell ist die Autorin, eine amerikanische Sachbuchautorin, die auch als Lehrerin gearbeitet hat, und Anna-Maria Jung hat die Illustration beigesteuert. 2018 ist dieses Kindersachbuch bei Ullmann Medien erschienen. Dieses Kindersachbuch ist zweigeteilt. Wir haben am Anfang ganz klassisch den Sachbuchteil über die Bienen. Wie leben Bienen? Warum brauchen wir Bienen? Warum geht es den Bienen heute schlecht? Welche Bienen gibt es? Und zwar die Honigbiene, die staatenbildend ist, und die solitär lebende Biene, wie Mauerbiene oder Sandbiene. Wie ist eine Biene aufgebaut? Wie fliegt eine Biene? Oder weiter hinten geht es dann um die Honigbiene, ganz speziell. Und da stellt Lynn Brunell da, wie so ein Staat aufgebaut ist, wer welche Funktion nimmt, wie der Lebenszyklus der Biene ist, warum sind die Bienenwaben sechseckig, und all das erklärt sie. Und da, um das Wissen nicht nur in diesen kurzen Texten zu vermitteln, der Sprachstil ist sehr, also der nicht primitiv, aber sie wählt jetzt keine komplizierten Satzstrukturen, und auch die Wortwahl ist angebracht für die Lesergruppe. Gibt es jetzt hier diese 19 eingestreuten Experimente, zum Beispiel zum Aufbau der Bienenwabe. Alle Experimente sind so angeordnet, dass sie von den Kindern selber alleine ohne Hilfe von Erwachsenen nachvollziehbar werden. Und sie können mit Materialien aus dem Haushalt, mit einfachsten Materialien gemacht werden. Oder auch zusammen mit anderen Kindern, darauf legt Brunell viel Wert, dass auch die Kinder miteinander sich dieses Buch erschließen und dass die Kinder das auch erleben, was bei dem passiert. Dazu gibt es dann, und da komme ich jetzt zu dem zweiten Teil dieses Buches, das hat hier so einen Schutzumschlag, und wenn man den abnimmt, hier diesen Schutzumschlag, und hier hinten diese bunten Blätter aufrollt, kann man nämlich sein eigenes Bienenhaus gestalten. Hier ist die Anleitung dazu, wie man das macht. Also der Schutzumschlag wird zu dieser äußeren Hülle geformt. Die Blätter werden aufgerollt auf einen Stift, und die werden dann alle, diese Papierröllchen, werden hier hineingesteckt und das Ganze draußen geschützt vor Wind und Wetter und Regen aufgehangen, und man hat sein eigenes Bienenhotel aufgebaut. Wem das zu unsicher ist und wer dieses Buch nicht zerschneiden will, dem bietet Lynn Brunell die Anleitung für Alternativen, zum Beispiel so ein Holzhäuschen. Da müssen die Kinder in Holz, Hartholz, Löcher reinbohren. Die müssen sauber sein, sauber gebohrt werden. Ansonsten werden nämlich die Flügel von den Bienen beschädigt, oder man kann auch Bambusrohre, die man im Baumarkt zum Beispiel erhält, zerschneiden und hier zusammenfügen. Und dann hat man auch ein sehr gut funktionierendes Bienenhaus erstellt. Anna-Maria Jung hat die Illustration dazu geschaffen, die ein bisschen comicartig sind manchmal, auch so ein bisschen witzig, wenn man das hier hinten so sieht. Moment. Zum Beispiel Schlammschlacht. So machen wir Bienenschlammschlacht. Oder hier, da sieht man, wie die Bienen im Winter kuscheln. Im Bienenstock, also hier auf der Seite. Die Honigbiene im Bienenstock. Und damit spricht sie natürlich die Kinder gut an. Ein tolles Kindersachbuch empfehle ich nicht nur für zu Hause, auch für die Grundschule, wenn man da ganz viele Experimente findet, um den Sachkundeunterricht oder auch den Biologieunterricht in der 5., 6., 7. Klasse ansprechend zu gestalten. Macht dieses Buch zum Bienenhaus. Eine Aufforderung an die Kinder, sich mit dem Natur der, und dem Wunderwerk der Biene und ihrer Leistung zu beschäftigen, empfehle ich sehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.